Schneewittchen und der verlorene Prinz. Es war einmal in einem weit entfernten Land. Dort stand das hellste, schönste und größte Schloss des Landes. Dort lebten Schneewittchen und ihr Prinz Antoine. Sie waren sehr verliebt. Morgens gingen sie zusammen im Garten spazieren. Nachmittags ritten sie auf ihren Pferden aus. Und am Abend tanzten sie zusammen in ihrem Schlosssaal bis tief in die Nacht. Schneewittchen, du bist so schön. Jede Nacht erleuchtest du mein Herz. Solange du bei mir bist, mein Prinz, werde ich wie die Sterne leuchten. Sie konnten endlich Frieden in ihrem Königreich genießen, seitdem die böse Königin Hella verbannt worden war. Denn sie war im dunklen Wald gefangen. Aber dort hatte die böse Königin ihr eigenes Schloss aus giftigem Schlamm gebaut. Ihr ungeschickter Diener Dunkhoff war treu an ihrer Seite geblieben. Und jetzt hatte Hella eine magische Kristallkugel, um Schneewittchen auszuspionieren. Kristallkugel auf dem Tisch. Zeig mir Schneewittchen ganz geschwind. Ich hasse Schneewittchen. Sie ist zu schön. Ich werde deinen kostbaren Prinzen vernichten. Und dann wird deine Schönheit zu Trauer werden. Niemand kann schöner sein als ich. Niemand. Du bist schöner als alle meine Königin. Du bist sogar noch schöner als ich. Verschwinde, Dunkhoff. Ich will dein hässliches Gesicht nicht sehen. Die böse Königin sah in ihrer Kristallkugel, wie der Prinz das Schloss verließ. Hella schloss die Augen und stellte sich ihren bösen Plan vor und rief dann dem Zauberspiegel zu. Dieser war immer noch auf dem Grund des Meeres. Schwarzer Spiegel, dunkel und rund und flach. Stell dich wie eine unsichtbare Falle vor den Prinzen. Der magische schwarze Spiegel verschwand vom Ozeangrund und bewegte sich dann vor einem Baum auf dem Pfad des Prinzen. Er wurde unsichtbar und konnte so den Prinzen einfangen. Zurück im Palast machten sich Schneewittchens engste Freunde, die sieben Zwerge, auf den Weg, um in den Minen zu arbeiten. Jeden Morgen verabschiedete Schneewittchen sie und gab ihnen einen Kuss auf die Wange. Auf Wiedersehen, meine sieben Zwerge. Der Prinz hatte die Zwerge angeheuert, um tief in ihre Minen zu graben und kostbare Edelsteine für die Burg zu sammeln. Schau, schau! Was ist das? Oh, wie hell es ist. Hatschi, du hast sie alle durcheinander gebracht. Warte, hier gibt es noch mehr. Ja, du hast recht, sieh mal hier im Felsen. Die Zwerge wussten es nicht, aber sie hatten einen sehr wertvollen magischen Staub gefunden. Er funkelte hell, also füllten sie ihre winzigen Beutel damit und machten sich dann wieder auf den Weg zum Schloss. Nur ein bisschen hier für dich und ein bisschen hier für mich. Auf geht's, zurück zum Schloss. Auf der anderen Seite des Königreichs war Prinz Antoine mit seinem weißen Pferd Prego unterwegs. Er pflückte ein paar schöne rote Rosen für seine Frau Schneewittchen. Und dann sah er eine noch schönere rote Rose am Fuß eines Baumes und beschloss, mit seinem Pferd darauf zuzureiten. Los, Prego! Warte hier, Junge! Aber der Prinz sah den magischen schwarzen Spiegel nicht vor sich. Als er nach der Blume griff, verschwand seine Hand. Er ging trotzdem weiter und trat immer weiter in den unsichtbaren Spiegel, bis er komplett weg war. Sein Pferd Prego war schockiert und hatte Angst. Und er rannte zurück zum Schloss, so schnell er konnte. Im Inneren des dunklen Spiegels war der dunkle Wald, wo der Prinz nun auf dem Boden lag. Dies war alles Teil von Hellas Plan. Stattlicher Prinz Antoine, schlafend im Gras. Ich befehle deinem Herzen, diese Aufgabe zu erledigen.
Sammle all deine Erinnerungen an dein wertvolles Schneewittchen und vergesse alles über sie und diene mir mit deinem ganzen Willen und deiner ganzen Kraft. Dann wachte Prinz Antoine auf, aber seine Augen waren rot geworden. Sein Verstand hatte Schneewittchen vergessen und er befand sich im Bann, der bösen Königin zu dienen. Muss meiner Königin gehorchen. In der Zwischenzeit rannte das Pferd des Prinzen Prego so schnell er konnte zurück zum Schloss. Als Schneewittchen das Pferd ohne Prinz Antoine sah, war sie besorgt, dass etwas Schlimmes passiert war. Prego, ist mit Antoine etwas passiert? Oh nein! Schneewittchen hatte eine Idee. Sie rannte in den am weitesten entfernten, dunkelsten Raum des Schlosses, in dem Königin Hellas ursprünglicher Zauberspiegel eingesperrt war. Der Spiegel sagte immer die Wahrheit, also dachte sie, sie könnte damit herausfinden, wo Antoine war. Als die 7 Zwerge im Schloss ankamen, hatten sie keine Ahnung, was mit Prinz Antoine passiert war. Aber als sie Schneewittchen rennen sahen, machten sie sich Sorgen und sie rannten ihr nach, folgten ihr in den Kerker, in dem der ursprüngliche Zauberspiegel eingeschlossen war. Schneewittchen stand vor dem Zauberspiegel. Spieglein, Spieglein, auf einem goldenen Ständer? Der Zauberspiegel antwortete nicht. Schneewittchen fragte erneut. Spiegel, Spiegel an der Wand, bitte gib mir eine Antwort. Endlich antwortete der Spiegel. Du suchst Prinz Antoine. Hella hat ihn im dunklen Wald gefangen. Hella, ich wusste es. Ich wusste, dass sie dahinter steckt. Dann verschwand das Bild des Zauberspiegels und stattdessen erschien Königin Hella plötzlich im Spiegel. Als die 7 Zwerge Hella sahen, schlossen sie vor Angst die Augen. Wenn du deinen kostbaren Prinzen retten willst, greife in den Spiegel, um ihn zu finden. Schneewittchen liebte Antoine und trat einen Schritt in Richtung des Spiegels. Ihre Hand ging in den Spiegel und sie wurde durch sie in den dunklen Wald gezogen. Nein, geh nicht, meine Prinzessin! Schneewittchen! Aber es war zu spät. Schneewittchen kam im dunklen Wald an. Donner und Blitz erhellten den Himmel. Bäume brannten in der Dunkelheit. Und gruselige Kreaturen krochen in der Ferne. Die 7 Zwerge wussten nicht, was sie tun sollten. Aber sie waren Schneewittchen treu und beschlossen, ihr zu folgen. Als Schneewittchen und die 7 Zwerge ihren Weg durch den Wald machten, kamen ein paar Glühwürmchen zu ihnen und beleuchteten den Weg. Und das war auch gut so. Denn sie wären fast direkt in einen See gelaufen. Die Prinzessin und die Zwerge hüpften sorglos auf Steinen über den See. Aber plötzlich stieg eine riesige Krake mit 8 langen Armen aus dem Wasser und griff sie an. Die böse Kreatur schnappte sich die Zwerge einer nach dem anderen und begann sie hin und her zu schwingen. Und als die Krake gerade Schneewittchen packen wollte, flogen mehr Glühwürmchen um sie herum, um sie zu beschützen. Ach, danke, Glühwürmchen, vielen Dank. Bitte rettet auch meine Freunde. Leuchtet heller, bitte. Die Glühwürmchen leuchten immer stärker und heller, als sie um Schneewittchen herumflogen. Und dann flogen sie zu den großen Augen des Monsters. Leuchtet heller! Das Monster war so verärgert über das Licht, dass es die Zwerge losließ und sie fliehen konnten. Das Krakenmonster sprudelte wieder zurück ins Wasser. Wow, das war knapp. Danke, Schneewittchen. Boah, das war knapp. Du hast unser Leben gerettet. Wir müssen vorsichtiger sein. Schaut, das muss Hellas Schloss sein. Wow, was für ein Schloss. In ihrem Schloss begann Königin Hella mit ihrem bösen Plan. Sie brauchte nur ein Seil von Dunkorf. Aber der tollpatschige Dunkorf stolperte und verhedderte sich in dem Seil. Mit einer Berührung legte Hella einen Zauberspruch auf das Seil und es ließ Dunkorf los.
Dann befahl die Königin Prinz Antoine, Schneewittchen mit dem magischen Seil zu fangen. Nach kurzer Zeit kamen Schneewittchen und die sieben Zwerge endlich im Schloss an. Dort stand Antoine und stand mit zusammengebundenen Händen und Beinen still. Schneewittchen beeilte sich, um den Prinzen zu befreien, aber es war eine Falle. Sobald sie ihn berührte, wechselte das magische Seil zu Schneewittchens Händen. Ich habe sie gefangen, meine Königin. Die sieben Zwerge versuchten, Schneewittchen zu befreien. Aber dann tauchte die böse Königin Hella direkt hinter dem Prinzen auf. Endlich habe ich dich gefangen genommen, hübsches Schneewittchen. Oh, du bist schrecklich, Hella. Du hast ihn mit einem Zauber belegt. Schäm dich! Hella ging auf Schneewittchen zu, um sie mit dem magischen Feuer zu zerstören. Überall um sie herum standen magische Flammen. Die Zwerge hatten Angst, aber Pimpel rannte auf die Königin zu, um sie aufzuhalten. Doch er stolperte und der winzige Beutel des Zwerges flog durch die Luft. Der magische Staub aus der Mine fiel auf die Hände der Prinzessin und die Seile lösten sich. Ich bin frei! Hey, schaut! Der Staub, den wir in der Mine gefunden haben, bricht den Zauber! Was? Als Schneewittchen sah, was geschah, erinnerte sie sich, dass ihre Halskette aus Sternenstaub gemacht war. Sie öffnete den Deckel der Kette und blies den Sternenstaub in Richtung Prinz Antoine. Und Prinz Antoine wurde vom Zauber befreit und er war wieder er selbst. Das Seil! Dummkopf, hol mir das magische Seil! Aber Prinz Antoine war schneller und schnappte sich das Seil und warf es dann um Dummkopf. Das magische Seil band Dummkopf fest zusammen. Und dann bliesen alle Zwerge den magischen Staub aus der Mine gemeinsam auf die böse Königin Hella. Und der Staub löschte die magischen Flammen um sie herum. Und Hella verwandelte sich in eine Steinstatue. Dann wurde der ganze magische Staub vom Wind erfasst und wehte durch den dunklen Wald und verwandelte ihn wieder in einen schönen Ort. Und der Wald wuchs, voller Blätter und Gras und Blumen. Hella war zu Stein geworden. Ihre Bosheit hatte endlich ein Ende. Und Liebe und Freundschaft hatten ihren Platz eingenommen. Schneewittchen, der Prinz und die sieben Zwerge waren zurück in ihrem Schloss und alles war so schön und ruhig wie vorher. I have found happiness in this forest. My little friends protect.